Stefan Kretschmer, der schönste Handballer aller Zeiten, und Frank Buschmann. Jetzt sei ruhig. Nö, das reicht schon, einfach nur Frank Buschmann. So, und jetzt versuchen wir mal zu schauen, wie gut die Form ist. Es geht darum, Gegenstände, wenn es geht, immer nur einen zu treffen. Willst du anfangen? Jo. Ja. Hast du Harz jetzt genommen? Brauchen wir nicht, oder? Ich brauche kein Harz. Du schon? Nee. Weil du hast Frauenhände. Das wird schwer mit dem Ball. Kriegst du nicht schon Harz? Vier. Ja. Du darfst drei Schritte Anlauf nehmen. Nein, also darf drei Schritte Anlauf nehmen? Oh! Wer war das? Hier. Guck mal, wen er getroffen hat. Kretschel, hat er direkt dich weggeballert. Das ist ein Zeichen. Ja. Was mit okay. dir, wirfst du auch, oder? Aber mit Ansage, du bist doch ein Profi. Du musst doch, kannst du mit Ansage, wenn ich jetzt sage, Kretschel, werf mal den Pokal weg. Ich sag mal mit Ansage das Regal. Nee, nicht das Regal. Das Regal ist stehen. Wirf nur mal den Pokal weg. Ja, das kann ich nicht. Doch, probier doch mal, zeig doch mal, wie filigran du so bist. Guck mich mal an, filigran. Naja. Den Pokal? Ist doch schon was her. So, jetzt bin ich. Ah, nein! Ja, komm. Ich zeig dir erste mal. Reihe räumen. Ich zeig dir jetzt mal, wie man Wieso den Pokal. Ist denn da eigentlich kein Torwart drin? Ich zeig dir aber mal, wie man den Pokal wegwirft. So. Oh, Latte. Oh. Konfetti! Und die Konfetti sind morgen. Auch nicht, die Konfetti nee, sind auch nicht Samstag schlecht. Nach dem Sieg, ja. Konfetti. So, Kretsche wieder. Worum ging es denn jetzt? Wurde gezählt, wie viel Pokal? Der, unten der Pokal. Ja, der Pokal. Sollte der ich Pokal. Auch den Pokal? Oh, das waren die Konfetti. Joi. Aber knapp über den Pokal. So, ich wieder. So. So! Verstehst du? So geht der Kretsche. Der Kretsche, der geht so. So geht der Stefan. Der Stefan, der geht so. So. Ja, nicht schlecht. Ja, jetzt weißt du. Ja. So. Ich denke, das kann man nicht toppen. Ich glaube, hiermit ist alles gesagt. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg am Samstag. Ja, am Samstag in Frankfurt beim Spiel Tag des Handballs. Ja. Also, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr da wart.